Apple versucht dich auf den Arm zu nehmen. Legen wir los. So, gestern war das Apple-Event und ich habe mir das angesehen und habe so einiges bemerkt, wo sie es dramatisch hervorgehoben haben, wo ich mir gedacht habe, ja, Apple, das ist irgendwie klar. Good morning. Welcome to Apple Park. Aber fangen wir erstmal an mit den Neuerungen, die wirklich gut sind. Zum Beispiel mit der neuen Audiofunktion. Man kann jetzt, wenn man ein Video dreht, noch im Nachhinein entscheiden, soll das jetzt eine sehr starke Noise-Reduktion haben, was dann halt Cine oder halt übelst Cine genannt wird. Gibt es halt verschiedene Stärken, wie hart man das resolieren will. Und dann gibt es auch noch so einen Extra-Modi, der dann Cine Cinematic heißt, wo dann zwar immer noch Hintergrundgeräusche zu hören sind, aber die Stimmen trotzdem klarer zu erkennen sind. Also ein guter Mix aus beidem, was ich wirklich sehr willkommen finde, denn Audio, wie gesagt, ist eins der wichtigsten Sachen, die man beim Filmen nur beachten kann. Is that what I think it is? No, it's your grandma's bundt cake. And environmental noises, yeah, okay, in the surrounding. Jetzt würde das dann vielleicht auch mal mit Samsung-Handys mithalten können, denn die haben ja bisher auch mal so eine Noise-Canceling mit drauf gehabt, damit die Stimmen besser zu hören sind. Die iPhone 16 Pros können jetzt auch mit 4K 120 FPS filmen und es gibt dazu jetzt auch noch neue Filmlooks, die man dann auf die Fotos dann drauf implementieren kann. Aber gut, über all die anderen KI-Features kann ich ja auch noch positiv reden, sowohl Siri oder lass es die Emojis KIs sein, finde ich alle ganz okay. Ich bin gerade auf dem Weg zur Schule und ich muss noch etwas ergänzen, nämlich dass Apple diese in Apple Intelligence gar nicht in Deutschland verfügbar macht, nämlich erst ab nächstem Jahr. Also alles, was ihr darüber so Positives gehört habt, dass ihr E-Mail zusammenfassen könnt, neue Emojis erschaffen könnt, gilt nicht für euch. Kommen wir jetzt aber zu den Dingen, wo Apple euch auf den Arm nehmen will. Nämlich grundsätzlich mit der Kamera. Der Hauptsensor. Der wird jetzt damit verkauft, dass er noch einmal schneller ist. The new 48-megapixel Fusion camera has a second generation quad-pixel sensor that can read data 2 times faster. Und es wird gesagt, dass in dieser Lag zwischen einmal draufdrücken und das Foto aufnehmen nochmal kürzer ist, obwohl man damit ja sowieso nie richtig Probleme hatte bei Apple. Es wird aber auch gesagt, dass wenn man schnelle Objekte fotografiert, dass diese schärfer abgebildet werden. Or even when your subject won't stay still. Apple, da muss ich euch sagen, das hat nichts mit der Sensorschnelligkeit zu tun, nämlich einfach nur mit der Verschlusszeit. Denn wenn man das Objekt scharf haben will, dann braucht man einfach nur eine höhere Verschlusszeit und keinen schnelleren Sensor. Da hilft der Sensor gar nichts. Das kann man bei allen anderen Smartphones theoretischerweise auch implementieren, wenn das wirklich ein Feature sein sollte. Und für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was die Verschlusszeit ist, ein Handy oder auch alle weiteren Kameras nehmen Bilder auf. Nämlich einmal mit 3 Faktoren, der Offenblende, also der Blende, der ISO und der Belichtungszeit. Alle diese 3 Funktionen regelt die Helligkeit des Bildes. Die Verschlusszeit hat damit die Eigenschaft, dass sie aber gleichzeitig auch noch steuern kann, wie scharf so ein Bild ist. Wenn man zum Beispiel dann eine geringe Verschlusszeit nimmt, dann kann es sein, dass dann das Motiv unscharf ist, weil das halt zu sehr gewackelt hat. Das nennt man dann eine Art Langzeitbelichtung. Man kann das reduzieren, indem man einfach die Verschlusszeit erhöht. Damit reduziert sich zwar auch die Helligkeit, aber man hat ein schärferes Bild. Und wie gesagt, das hat jetzt nichts mit einem schnelleren Sensor zu tun. Und kommen wir nun zu der neuen Ultraweitwinkelkamera. Diese wurde jetzt damit verkauft, dass sie auch 48 Megapixel hat, wie der Hauptsensor. Dabei müsst ihr bedenken, dass er nicht so groß ist wie der Hauptsensor. Das könnt ihr allein schon daran sehen, dass vorne diese kleinen Öffnungen bei der Hauptkamera viel größer ist als bei der Ultraweitwinkelkamera. Einen Sensor nur hochauflösender zu machen, hilft nicht bei der Bildqualität. Das ist dann vielleicht höchstens bei viel Licht am Tag noch irgendwie bisschen schärfer, aber sonst regelt eher die Qualität die Sensorgröße. Und wie gesagt, hier wurde kein einziges Wort dafür gespendet, dass der Sensor irgendwie größer geworden ist. Also, ich weiß nicht, wie viel besser im Endeffekt dann der Ultraweitwinkelsensor dann sein wird. Und die Telekamera hat Apple natürlich jetzt auch wieder fantastisch verkauft. Mit dem Slogan, wir haben jetzt das iPhone, was bisher am meisten reinzoomen konnte. The 5X telephoto camera with our longest focal length is a huge hit. Vielleicht haben sie 1 mm erhöht, denn 5x Tele hatte nämlich auch schon das vorherige iPhone. Oder vielleicht haben sie jetzt auch einfach nur das gemacht, weil das normale iPhone 15 Pro bisher nur 3x Zoom hatte und jetzt 5x Zoom. Vielleicht deswegen. Und dann hat Apple auch noch den neuen Kamera-Button rausgebracht, der jetzt ungefähr hier auf dem iPhone platziert ist. Das ist fantastisch für so welche Aufnahmen, für Querformat-Aufnahmen. Finde ich super, ist auch eigentlich ein richtig großer Unterschied, als wenn man jetzt so macht oder so macht. Vielleicht kann man jetzt noch ein bisschen wechseln. Aber kann man genauso auch. Also ob das jetzt wirklich Sinn gemacht hat, weiß ich nicht. Aber was machen die Hochkantmenschen? Das wurde zwar auch gesagt, dass das auch super ist, aber dann müssten die das Handy ja dann irgendwie so halten. Also normal wäre so und es würde hier oben anfassen, aber müssten die das so halten. Also bitte,
So fotografiert doch keiner. Und wie gesagt, wir sind in einer Hochkantwelt. Wir sind in einer Generation, wo ausschließlich Hochkant fotografiert wird. Also, pff, ich weiß nicht, wie viele Leute den wirklich nutzen werden. So, jetzt haben wir das iPhone 16 Pro abgehakt. Jetzt gehen wir nochmal zu dem normalen iPhone 16 über. Da wurde jetzt nämlich auch wieder total der neue 48-Megapixel-Sensor gelobt. Haben dann verglichen, ja, wir haben jetzt dreimal so viel Brennweite wie bei dem iPhone 14. You can maximize resolution with a 48-Megapixel photo with 4 times more resolution than the camera on iPhone 14. Ha, ja geil. Wieso vergleicht ihr das dann mit dem iPhone 14 und nicht mit dem iPhone 15? Denn 48 Megapixel hatte nämlich auch schon das iPhone 15 und sozusagen dann auch diese 2x Telekamera. Das war genau gleich. Haben sie jetzt als neueres Feature verkauft. Jetzt haben wir sozusagen auch eine Telekamera mit eingebaut. Ja, toll. Hattet ihr auch schon vorher. Die einzige Neuerung besteht jetzt also hier, dass sie jetzt auch einen Ultraweitwinkelsensor haben, der auch einen Makromodus besitzt, also Autofokus hat. Dieser Ultraweitwinkelsensor ist aber nicht derjenige, der jetzt aus dem iPhone 16 Pro, sondern derjenige aus dem 15 Pro, also immer noch mit 12 Megapixeln, wo sie jetzt zwar gesagt haben, der ist zwar besser als der alte und auch besser im Lowlight-Verhalten, aber ihr könnt von allen anderen YouTubern auch sehen, dass der Ultraweitwinkelsensor des iPhones immer irgendwie nicht gelobt wurde und immer als schlecht angesehen wird. Vielleicht im Vergleich zu dem vorherigen iPhone 15, aber insgesamt immer noch nicht gut. Ja, das sind die iPhones. Jetzt könnte man noch sagen, Apple hat neue Farben für die AirPods Max rausgebracht. Das war das Einzige, das sie irgendwie noch super hart eingeführt haben. Ja, als wenn das jetzt die neue Sensation wieder wäre. Kostet jetzt 530 Euro. Ich würde es nicht machen, denn auf Idealo kriegt man die AirPods Max häufig auch schon mal für 400 Euro. Also ich würde jetzt, wie gesagt, nicht für eine Farbe 130 Euro Aufpreis zahlen. Also das ist mir dann auch ein bisschen zu doof. So, und es gibt jetzt auch noch die neuen AirPods der vierten Generation. Jetzt auch mit dem Feature mit Noise Cancelling und Hear-Through-Modus. Ja, der einzige Haken besteht ja nur darin, dass sie keine Ohrpolster haben. Der Unterschied nämlich zu den AirPods Pro ist nämlich, wie gesagt, dieser Ohrpolster, der diesen Ohrraum besser abdichtet. Und wie gesagt, bei Noise Cancelling spielt nun mal diese Abdichtung eine sehr, sehr große Rolle. Das konnte ich erst letztens erfahren, als ich mit meinen In-Ear-Kopfhörern diese Ohrpolster mal abgemacht habe oder ich sie abmachen musste, weil ich neue besorgen musste und die dann vielleicht mal ausprobiert habe zu nutzen. Das Noise Cancelling war nur halb so gut oder jedenfalls war nicht mehr richtig effektiv. Ja, also ob das so eine gute Entscheidung war, das weiß ich nicht. Ich würde mal auf die Tests abwarten. Vielleicht ist da ja vielleicht doch noch irgendetwas drin, was das Noise Cancelling doch noch gut macht. Aber sonst, wer Noise Cancelling haben will, würde ich dann eher die AirPods Pro 2 dann raten. Also die sind dann, glaube ich, schon noch etwas besser. So, das war's jetzt aber mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich. Ciao.